Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Sojamilch? Sehe ich aus wie der vegetarische Bruder von Bruce Lee? Hä? Brokkoli? Hast du noch nie drüber nachgedacht, Vegetarier zu werden, Stefan? Lieber ein dahin vegetierender Fleischer als ein eingefleischter Vegetarier. Oh. Außerdem waren mir Leute schon immer suspekt, die sich hier Kotelett im Blumenladen kaufen. Ich sag nichts mehr. Einmal die Vier und das vegetarische Hundefutter hier. Was hat denn der für eine Töle? Ein Vegetarier? Bitte? Moment hier mal bitte. Stefan, meine Schwester ist ja Kino-Vegetarierin. Hä? Die isst nichts, was in Disney-Filmen schon mal ein Lied gesungen hat. Also heute ist übrigens der Tag der Vegetarier. Darf man sich auf so ein Datum eigentlich tierisch freuen? Nicht lustig. Und nennt man eine dicke Vegetarierin eigentlich pflanzliche Fette? Also 8 Millionen Menschen in Deutschland ernähren sich übrigens vegetarisch. Mir sind ja Flexitarier sympathisch, die essen nur manchmal Fleisch. So fühle ich mich jedes Wochenende. Du verzichtest auf Fleisch? Sozusagen, ich lass die Sau raus. Ich geb's auf. Ich auch. Nach 32 Euro sammeln Sie Rügenwalder Veggie-Wurst-Punkte. Haben Sie eine Fleurop-Card oder sind Sie im Schweinchen namens Babe Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.